Nordkorea hat nach eigenen Angaben neuartige Raketen und Unterwasserdrohnen getestet. Wie die staatlich kontrollierten Medien berichteten, wurden strategische Marschflugkörper erprobt, um einen Nuklearangriff zu simulieren. Getestet sei auch eine unbemannte Unterwasserdrohne, die angeblich unter Wasser zur Explosion gebracht werden und dadurch einen radioaktiven Tsunami auslösen könne. Sie wurde von Pyongyang als Geheimwaffe beschrieben. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un habe die Tests genau verfolgt. Derzeit wachsen die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Die Tests gelten auch als Reaktion auf neue Militärübungen der USA mit Südkorea.